So Leute, willkommen zurück zu Smash Bros. Ultimate und ihr seht, wir sind Pink Captain Falcon. Weil das so zu seinem männlichen Outfit passt, habe ich gedacht, das ist ganz lustig. Ah, was machen wir heute? Ja, als erstes gehen wir mal an den Wissensbaum. Weil da haben wir auch ganz viel und ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, in welche Ecke wir gehen. Aber ich wollte ja erstmal hier unten machen, ne? Luftangriff oder Smashangriff vergiften. Ich glaube das hier. So, wir können jetzt vergiften. Luftangriffe hoch muss nicht unbedingt. Feuerbodenresistenz. Weiß nicht. Bremskraft erhöhen. Schildstärke. Ich benutze Schild nie, ne? Ah. Spezialtechniken hoch. Das wäre vielleicht noch was. Wandlungsdauer. Im Notfall Angriffskraft hoch. Das finde ich eigentlich noch ganz nützlich. Ja gut, jetzt haben wir alles ausgegeben. Gut. Ich habe ja gesagt, Snake Man ist heute dran. Ups, falscher Knopf. Machen wir. Der ist heute dran. Ich weiß noch, in Mega Man war er, glaube ich, gar nicht mal so schwer. Aber gegen zwei... Snake Man, deswegen... Also... Ich finde es so gut, wie ich es flach finde. Ich habe vergessen, die Dings zu wechseln. Achso, das ist... Ja. Wo renne ich denn? Ach, er ist betäubt. Dann rausgefalken Punch. Ich muss die Armkraft erhöhen. Ich habe das noch auf Dings. Und außerdem muss ich mal hier wieder einen Timer stellen. Hab ich mal wieder vergessen. So. Corin, Mehrfachtreffer bei Würfen. Ja. Interessiert uns derzeit noch nicht. So, hier kommen wir immer noch nicht lang, weil wir keinen Steuermann haben. Und dringt mal irgendjemanden, der ein Boot fahren kann. Vielleicht kann das ja Professor Chops. Klingt wie Chips. Moment, wir müssen erstmal anpassen, weil ich habe hier immer noch die Aura-Angriffe drin. Stattdessen hätte ich aber gerne hier... Ja, starker Smash, kritische Treffer und so. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, du Affe. Ich kann nur einen geben und der bin ich. So. Au. Naja, wirklich auch ist es nicht, aber ich rutsche hier auf der Bananenschale. Schwächling. Also, das war wirklich leicht. So, mal gucken, was in der Kiste drin ist. Vielleicht ja irgendwas Gutes. Geisterpunkte zuhauf. So, Abroxas, jetzt bist du dran. Wir haben einen Nachteil, ist mir egal. Hauen wir trotzdem weg. Kloppen wir um. Aber König DDD hätte ich gerne. Ich hoffe, der ist der Charakter, der hier wartet. Die Reichweite bringt gegen Riesen DDD leider nichts. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich wollte das hier machen. Oh, ich habe ich das reflektiert mit dem Kick? Boah, ich kann das wegpunchen. Finde ich cool. Finde ich echt super. Hinfallschutz. Okay, gegen Beben und Bananen und sowas. Hätte ich eben gebraucht gegen den Affen. Okay, hier ist eine Röhre, die uns irgendwo hinführt. Will ich, glaube ich, noch gar nicht wissen. Weil erstmal haben wir hier oben einen Wildhang zu verprügeln. Ersetzt durch Pummeluff. Mir ist auch etwas klar geworden, da habe ich auch gestern im TCG drüber geredet, dass in Pokémon in der ersten Generation außer drei Typen... Ha! Das ist vergiftet, das funktioniert wirklich. Außer drei Typen
ein besonderer Trainer, also Arenaleiter oder Top 4, jeweils einen Typ präsentiert. Und alle Typen außer drei vertreten sind. Und diese drei Typen sind die ersten Typen in Johto, in den Arenen. Finde ich etwas Besonderes. Oh, und gegen sie haben wir einen Nachteil. Das heißt, das wird mal wieder ein spannender Smash. Die wirken aber beide eher so, als ob sie sich aus dem Kampfgeschehen so ein bisschen raushalten. Abwehrschwächer. Okay. Naja. Stört uns jetzt erstmal nicht. Ich weiß, früher hat er den Charakter ja so ein bisschen hochgehoben bei dem Angriff. Jetzt schlägt er ihn einfach hoch. Oh Gott. Da haben sie sich eine gute Konto überlegt. Falsche Richtung, Captain Falcon. Nein, sie hat uns gekriegt. Das wollte ich doch machen. Okay, okay. Ich weiß nicht, was sein Ultra Smash ist, deswegen möchte ich mit ihr auf einer Ebene sein. Hä? Ich hätte sie wahrscheinlich damit treffen müssen. Das war jetzt nicht so gut. So. Man soll ja keine Frauen schlagen, aber in dem Fall ist es, glaube ich, eine Ausnahme. In dem Fall darf man das mal. Aber als einzige Ausnahme, ne? Sonst macht man das nie. So. Jetzt müssen wir schon wieder. Das ist... Meh. Gefällt mir nicht. Bereit? Los! Aber wir können es ja recht fair machen. Ich versuche sie nicht zu schlagen. Ich schmeiße sie bloß durch die Gegend und trete. So. Gute Beinarbeit und ihr geht's gut. Ihr habt gesehen, sie war sogar ganz nah am Bildschirm. Aktivitätsleitergeist. Das wird wahrscheinlich wieder ein Dojo sein, nehme ich an. So. Nee, es ist ein Einkaufsladen. Mal gucken, was wir hier so kriegen. Ein Subgeist und ein Primärgeist. Jonathan Morris. Den Subgeist nehmen wir auch gleich mit. Hat uns zwar ein bisschen was gekostet, aber... Ne? Könnte mal gucken, was die anderen Läden so haben. Oh, Subgeist Yoshi. Den nehmen wir. Mega-Eye. Ich kann diese Musik nicht ab. Es tut mir leid, Leute, aber ich mag die nicht. Und die haben Pinsir. Und dafür reicht sogar noch. Ein Primärgeist. So, und jetzt geht's hier an Don Resetti. So. Ah! Luigi! Nicht mit Hammer! Nicht den... Ja, ich kann ihn so treffen. Das war easy? Das war sehr easy. Und er macht's Tempo runter. Ja, gut. Also, das war schon fast zu leicht. Dass wir ihn da einfach rausprügeln und dann fällt er runter und ist das Erdbeben und... Ich weiß nicht. Link gibt's ja. Ich habe auf DDD gehofft. Aber gut, dann holen wir uns halt Link. Das ist auch ein Charakter, der war von Anfang an da. Also, der ist jetzt... Ist vielleicht einer, mit dem wir mal nächsten Dings spielen können. Nächsten Part. Aber es ist niemand, den ich jetzt auf Dauer behalten wollte. Bring dich halt selber. So, jetzt hast du jetzt davon.
Schild gebrochen und jetzt... Lance. Falcon Punch erledigt alles. Und Link kämpft nun mit. So, was behauptet die Uhr? Die behauptet, wir haben noch Zeit. Also bleibt Captain Falcon noch ein wenig im Rennen. Haha, wegen F-Zero. Ich bin so unlustig. Und jetzt können wir ja hier mal die Röhre ausprobieren. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ah. Ah, ja, stimmt. An die Röhre erinnere ich mich. Da wollte ich ja erstmal nicht weitergehen. Weil ich dachte, wir kommen sonst wo raus. Gut. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Achso. Hier kommen wir auch nicht weiter. Dann müssen wir ja hier rumgehen. Ach, stimmt, hier war unser Startareal. Das heißt, da unten kommen wir ohne Bootsfahrer gar nicht hin. Nee, sieht echt so aus, als wären wir hier auf einen Bootsfahrer angewiesen, auf einen Steuermann. Der uns bislang leider fehlt. Das ist ja doof. Na gut, wir haben ja noch einen Weg, den wir gehen können und ich hoffe, dort finden wir unseren Steuermann. Nämlich hier hoch zum Geroid. Erinnert mich so ein bisschen an die Geroids aus Yu-Gi-Oh! Mit denen Cyrus immer gespielt hat. Erinnert ihr euch noch? Wahrscheinlich keiner. Niemand hat den Anime gesehen. Lauter Bewohner und Melinda. Das ist so mein Albtraum. So, die da hole ich mir. Okay, das hat uns erwischt, aber die beiden auch. So. Aha, hier oben können wir einen Stein wegmachen, weil wir Bomberman haben. So. Nee, falsch. Garados. Steigt Wasserangriffe. Und der blaue Switch. Das heißt, jetzt haben wir, glaube ich, alle Tore offen. Ja, alles ist offen. Das heißt, jetzt können wir uns da in den nördlichen Breitengraden machen. Und hier haben wir den Weg geöffnet. Okay. Sind hier aber noch lange nicht fertig. Wir müssen irgendwie über die Stromschnellen kommen. Und wir müssen jetzt erstmal Ini verprügeln. Bereit? Los! Und ich finde es schön, dass man nicht nur Bowser Jr., sondern eben auch die ganzen Koopalinge spielen darf. Niederlage fortsetzen! Ich konnte nicht mehr schwimmen, das ist schlecht. Bereit? Los! Spieler hat schlechter Schwimmer. Und ich brauche hier eine Sturmresistenz. Niederlage fortsetzen. Dann mache ich mal Armangriff runter. Wo ist denn Sturmresistenz? Hier, Sturmresistenz. Widerstandsfähiger. Habe ich auch komplett Immunität? Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hatte noch gefehlt. Doch, hier. Macht immun gegen Stürme. Dann behalten wir noch starker Smash. So, Iggy Cooper. Ja, dumm gelaufen, ne? Ich muss nicht schwimmen können. Wenn der Wind mich nämlich nicht mehr wegweht, dann geht das. Verdammt. Aber dann hauen wir ihm halt so ins...
Geht ja auch. So. Muss hier immer mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Wie lange wir schon aufnehmen. Woohoo Island. Finde ich schön. Oh, und das ist der, der da unten Fähre machen kann. Perfekt. Jetzt haben wir ihn endlich. Und hier ist ein Dojo-Leiter. Okay. Und ich habe noch Sturmimmunität drin. Ach, der hätte mir Feuerbodenresistenz geben können. Naja, wird schon irgendwie gehen. Sag ich doch. Einfach den Affen hauen. Kein Euphemismus. Pure Realität. Donnerbrocken. Mal gucken, was das genau macht. Freue mich, dass du da bist. Steigert Abwehr und Lauftempo. Ich möchte mal einfach Angriff hoch. Einfach bloß so richtig fett Angriff. Da ist Relaxo, da ist kein Angriff. Hier oben gibt es noch so viel, was wir machen können. Vor allem, da wir jetzt den Weg danach noch in dieses eine Spezialareal. Ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal mit Link. Boah, der ist fett. Der hat 500 HP. Boah. Falcon Punch ist auch noch so besonders, aber es bringt halt nicht wirklich. Greift ja nur alles jahrzehntmal an. Oder ist meine Strategie hier, ihn eigentlich ins Wasser zu schubsen, dass er untergeht. Okay, untergehen tut er nicht. Aber wir hauen ein... Er bewegt sich nicht und wir hauen einfach so lange auf seine Wampe, bis er umkippt. Ist auch eine Möglichkeit. Sturmresistenz, der ist so fett, der bewegt sich nicht. Ich finde es auch super, mich versuchen schon wieder irgendwelche Telefonbetrüger anzurufen. Hab die Nummer direkt geblockt. So, hier oben gäbe es Goomba. Ich weiß halt nicht, wie gucke ich die Karte nochmal an? Nee, so nicht. So. Da oben ist irgendwas. Ich hätte aber gern... Achso, ja, das war ja einfach mit dem rechten Stick, ne? Genau, hier ist dann abgeschnitten. Da kann ich dann wahrscheinlich irgendwas machen. Das heißt, das machen wir. Darum kümmern wir uns jetzt heute. Wenn da eine Sackgasse ist, dann ist das gut. Weil ich möchte gerne so viel eigene Bereiche wie möglich haben. Oh Gott, ich habe ihn verfehlt. Da ist er. Erledige ihn. Gut gemacht. Das Hot Heat, oder war das ein Hot Heat? Ich glaube ja. Hat ihn erledigt. Plessy. Ja, diese schöne Yoshi-Melodie. Nee, das ist nicht mal Yoshi, Moment, das ist Super Mario, das Vieh von der Eiswelt, von Mario 64. Für diesen Fehler musste ich leider meinen Fehler an Yoshi jetzt auslassen und damit wird man Schwimmer. Damit kann man besser schwimmen. Das ist gut, weil das bedeutet, dass wenn wieder so ein Nicht-Schwimmer-Ding kommt, wir uns einfach dann Schwimmer machen. Ich habe immer noch nicht ausgetauscht, dass wir besser schlagen können. Wir haben es trotzdem hinbekommen und finde ich cool. Wir konnten da jetzt einfach runterspringen und dürfen jetzt Mewtwo verprügeln. Bereit?
So. Der war nicht stark. Ich sollte mal wieder anfangen, Effekte zu lesen. Ich klicke das gerade nur so durch. Das ist halt ein Kampf nach dem anderen. So, wen gibt's hier? Hier gibt's Pikachu. Okay, immer noch kein DDD, aber ist ja klar, weil hier findet man ja erstmal die Standard-Kämpfer. Mitten ins Gesicht. Den möchte ich nicht mit Pikachu tauschen. Okay, dann haben wir beim nächsten Mal die Wahl zwischen Link und Pikachu. Können uns ja ein bisschen abwechseln. Vielleicht machen wir es auch so, dass wir nächstes Mal mit Link spielen und dann haben wir einen Pikachu in der Hinterhand, falls wir noch ein Part machen möchten. So, und da kommen wir jetzt hier unten raus. Okay. Hier oben kommen wir dann... Da kommen wir auch nochmal zu einer Abzweigung. Okay. Das heißt, theoretisch könnten wir hier oben alles erstmal fertig machen und danach da links rüber gehen. Dann einfach durchs Gebirge durch und hier rüber. Ah, es gibt noch so viel zu tun. Na gut, Leute, dann würde ich aber sagen, ihr lasst mir erstmal ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Smash Bros. Ultimate. Bis dann, euer Wolf.